Da wären wir wieder, Leute. Die zweite Nebenmission, der wir uns widmen. Das letzte Mal haben wir leider nur ein paar Vorbereitungen getroffen und waren ein bisschen verwirrt davon, wo man die Klasse überhaupt wechseln kann. Nachdem das jetzt aber klar ist, würde ich sagen, legen wir direkt los, geben unser Bestes und teilen wir wieder ordentlich aus. So, Leute. Gucken wir erstmal, dass wir uns alle so ein bisschen zusammenschließen, würde ich mal sagen. Ja, du schließt dich mal Roderick an, würde ich sagen. Und Roderick könnte ja direkt auch schon mal irgendwo hin, wo es sinnvoll ist. Kümmern wir uns doch ruhig mal darum, oder? Super. Genau, auf Ingrid warten wir erstmal und schließen uns direkt zusammen, würde ich sagen. So, genau. Davon müssen wir nicht mehr Gebrauch unbedingt mal machen. Und man kann hier X gedrückt halten bei den berittenen Einheiten, habt ihr mir gesagt. Sehr schön. Dann können die hier so schön ihre Leiste unten nämlich lernen. So, weg mit dir. Ah, oh, schade, jetzt dachte ich, das bricht gerade. Na komm, das kriegen wir aber. Na komm, recht durch, danke, geht doch. Ja, leider eine sehr schlechte Position allerdings, aber egal. Passt schon. Ja, der hat eine schöne Reichweite hier, muss man sagen. Macht doch richtig Spaß, mit Sylvain hier ordentlich abzugehen. Yo. Auch er kann was auf jeden Fall. Ja, wir profitieren halt auch ständig hier anscheinend von dieser Fähigkeit. Ich muss das Schwert nochmal nachgucken, was er eigentlich im Detail macht. Ich habe nur gemerkt, es ist gut, wenn wir mit Ingrid unterwegs sind. Ich glaube, zu Beginn können wir eh noch nicht so viel optimieren. Ja, das nehmen wir natürlich noch mit. Was haben wir eigentlich noch alles drin? Den Kreisfeger hätten wir noch. Bietet sich vielleicht sogar an. So, dachte mir doch, das können wir jetzt direkt mal raushauen hier, ha? Gleich mal die starre Anzeige ordentlich runter. Noch weiter. Sehr schön. Okay, wir sollten uns aber vielleicht mal unserer Aufgabe widmen. Besiege die Generäle der Diebe und der Rebellenarmeen. Achso, also das sind sehr wohl auch Ziele von uns. Alles klar, gut. Da war ich mir noch etwas unsicher, aber insofern ist das ja da doch einigermaßen klar. Naja, wir können theoretisch trotzdem alles machen. Man wird wahrscheinlich kein S-Rang, weil man sieht ja auch den Levelunterschied und tatsächlich dauert schon ein bisschen, bis man da mal durchkommt, ne? Das Erwecken, das hält schon auch schön lange durch, muss man sagen, ne? Schon nicht schlecht. Geht halt doch ziemlich ab, muss man sagen. Machen wir wieder ab, hier. Moment. Okay. Ist noch ein bisschen Gold oder so? Alles klar. Dann eilen wir doch mal, in dem Fall euch jetzt mal zur Hilfe. Ist doch auch nicht schlecht, wenn es sich so ein bisschen summiert, glaube ich. Wir können auch mal einen Wechsel machen. Schließlich habe ich auch bei Ingrid noch ein bisschen was übrig und war gut, war gut. Muss man sich auf jeden Fall auch angewöhnen, dass man das macht, ne? Das ist cool. Macht Laune. Natürlich müssen wir bei ihr aber mega aufpassen. Und da sehen wir hier auch schon, da kommt schon der Schütze und das bedeutet für mich auf jeden Fall, dass ich nochmal wechsle. Ja, Sylvain. Sehr schön. Gut ausgewichen. Jetzt können wir ordentlich kritten hier. Ups. Ah, shit. Nein, 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 nein. Oh Gott.
Komm schon, danke. Das wollte ich die ganze Zeit. Oh nein, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich mich verklickt. Egal. Tja, passiert. Ups. Dann halt ein Kriegerangriff. Achso, ja. Ganz schön bitter. Aber egal. Gut. Wobei, das gibt Supportpunkte, wenn man das mit einem Kriegerangriff macht. Na, sonst kriegt man die, glaube ich, nicht so. Also ist schon in Ordnung, wenn es darum geht. Bietet es sich wahrscheinlich wieder an. Ja, okay. Weißt du was? Wir gehen jetzt mal nach da oben und ich würde jetzt mal wechseln zu Dimitri in dem Fall. Moment, was ist da? Den Schützen müssen wir erledigen. Kein Problem. Boah, wie Dimitri einfach mit seinem Relikt schon unterwegs ist, weißt du? Oh, was ist hier? Unser Boss, oder was? Voll generic. Und nochmal, oder was? Okay, wie auch immer. Bin verwirrt. Komm, eine starre Anzeige hier. Bringen wir noch ein paar Leute mit rein. Ja, komm. Du auch. Also, sind wir schon so weit. So, mal ein bisschen mit reinstürmen. Na komm, den kriegen wir noch. Komm. Oh, da ist er, jawohl. Starre Anzeige. Das wollte ich. Sehr schön. Ups, wow, Vorsicht. So, mal ein bisschen rein. Und nochmal. Ich glaube, wir müssen uns wirklich recht schnell um diese Bollwerke hier kümmern. Und das wird garantiert kein S-Rang, allein zeitlich. Ach ja, warte mal. Stimmt, ich hab dich ja gar nicht als Adjutant mit drin, richtig. Wow. So, mal ein bisschen Rodrigue-Action. Sehr schön. Nochmal gleich ein Kreisfeger. Yo. Noch das Gold schön rausgeprügelt hier. Sehr schön. Und ab geht die Post. Mal ein bisschen durchrennen. Das ist ein Kreisjäger, kann man die so schön darüber schleudern immer. Oh, ausweichen. Ansonsten uns geht's einigermaßen gut soweit. Jo. Bisschen mal nach den Lebenspunkten gucken. Mann, du hältst aber auch echt viel aus. Hat Dimitri vielleicht irgendwas ready? Ja, das ist schon besser. Das ist schon eine Ansage. Sonst dauert das ja wirklich Ewigkeiten. Jawohl, sehr schön. Das ist schon besser. So, da ist noch ein Basiskommandant. Okay, sehr schön. Warte mal. Ich muss mal kurz ein bisschen analysieren überhaupt. Also eigentlich müssen wir nach da unten. Und da sollten wir vielleicht auch allmählich in Angriff nehmen, oder? Oder doch eher nach da oben. Moment. Besiege die Gegner und sichere den Sieg. Also eigentlich mehr als das müssen wir gar nicht machen. Okay. Heißt eigentlich, ich meine, Sylvain kann erstmal da oben bleiben. Du kämpfst jetzt hier gerade gegen Leute, wo du im Vorteil bist. Das passt schon. Ich würde mich jetzt erstmal Sylvain dann oben mit anschließen, dann können wir zusammen weiter oder so. Ja, rennen wir lieber durch, ganz im Ernst. So, hier gibt's noch was zu tun. Ah, verdammt. Wow. Das geht ja gut ab, Dimitri. Komm schon. Wo ist die starre Leiste? Da ist er. Wie einfach so
diese Blitze einschlagen lässt. Das ist echt witzig. Sehr schön. Ich würde sagen, schließen wir uns hier zusammen und dann ab geht die Post, oder? Dieser Angriff von Dimitri, der ist schon echt lustig. Ist einfach nur, wenn man X an sich drückt, ne? Vorsicht. Die wollen wir nicht verschwinden lassen hier. Das nehmen wir natürlich mit. Wow, 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 Vorsicht. Wow, geht ja ganz schön ab, diese Soldatin da. Daran muss ich auch mal gewöhnen, an den Angriff. Oh wow, das war mal gar nichts. Vielleicht sollten wir wieder auf Frederik danach wechseln. So. Aber bald haben wir wieder einen Kriegerangriff parat, aber ich denke, das geht bei ihm wahrscheinlich ein bisschen schneller. Gut, Sylvain ist jetzt hier sehr alleine gerade. Bestimmt mit so einem Ritterschreckangriff geht da wahrscheinlich ein bisschen was, ne? Halt, Moment, das wollte ich gar nicht. Ach, ich kann... Moment, oh, das ist interessant. Ach so, ah. Ah, wieder was gelernt. Spannend. Aber ich wollte eigentlich, wenn ich jetzt wechsle... Moment, so rum wollte ich es machen, ja. Aber wir können auch gerne auf Ingrid wechseln eigentlich. So, okay. Ja, da müsste auf jeden Fall noch gut was möglich sein, ne? Aber so ein Ritterschreck wäre natürlich besonders gut. Das ist mir schon klar. Mal ein bisschen die Leiste hier leeren. Ich glaube, Wechsel zu Sylvain wäre wieder angebracht, oder? Ah, interessant. Die springen auch hin und wieder mal ein und verteidigen einen. Haben wir noch... Da, du hast noch was. Das ist gut. Das hilft uns jetzt so richtig. Boah, Vorsicht. Oh, Vorsicht. Oh, 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 das ist gefährlich. Das ist echt erstaunlich, finde ich. Die halten schon echt viel aus irgendwie hier. Ja. Muss man schon sagen. Oh, komm schon. Ich hasse das immer, wenn du die starre Anzeige so siehst. Gerade dann so bist du beim letzten. Und dann verschwindet sie einfach wieder. Das ist richtig nervig. Aber gut. Alles klar. Was haben wir denn da? Oh. Ein Examensiegel. Cool, okay. Ich weiß gar nicht, wir müssen ja nicht... Genau, wir sollen jetzt erstmal die Mönchen aufhalten, ne? Ganz im Ernst, dann macht doch hier eine volle Offensive, ganz im Ernst, also. Genau, dafür wechseln wir best jetzt erstmal auf dich. Da sollten wir auch bald wieder so einen Kriegerangriff rausballern können. Das ist auf jeden Fall gut, das bietet sich an. Ach, das sind hier immer diese Einschläge jetzt, alles klar. Wenn man auf nichts sonst achtet, ne, das ist so ein bisschen heikel. Sollte man vielleicht hin und wieder mal machen, ne? Oh, verdammt, ich will unbedingt... Jetzt ist aber soweit, sehr gut. Ja, mach, let's go. Da müssen wir alle reinbekommen, ne? Sehr gut. Ordentlich. Na, da lebt ja noch einer.
brought this stronghold to its knees. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Machen wir mal ein bisschen wieder so. Wobei das auch nicht so viel Schaden macht, muss man sagen. Also eigentlich lohnt es sich auch nicht so sehr, habe ich den Eindruck. Ja. Na komm. Sehr schön. Gelehrt. Ach, das war's? Oh, okay. Gut, wie auch immer. Aber niemals ein S-Rang, vergiss es. Wir haben sehr viel Zeit gelassen insgesamt. Schadenszene haben wir, glaube ich, diesmal nicht so viel verloren, aber naja. Oh ja. Da fragt man sich, woran hast du gelegen? Wir müssen nur ein bisschen schneller spielen, Leute. Nur ein bisschen schneller, ist alles. Bisschen sehr viel schneller manchmal. Aber ich glaube, das kommt hauptsächlich, wenn du so mit Effektivitäten dann mehr arbeiten kannst. Doch, wir haben ja noch so viele simple Waffen. Wo du auch nicht wirklich viel machen kannst, ne? Ich glaube, da ist es generell am Anfang ein bisschen schwierig, wenn man noch nicht so viele Optionen hat, zu optimieren. Aber macht nichts. Das Schöne ist ja wirklich, dass du dir immer wieder nachholen kannst, falls du möchtest. 10 Strategieressourcen wieder, okay. Ah ja, ich könnte jetzt hier auch schon fortfahren, wenn ich möchte. Da wird die Geschichte fortgesetzt, das nächste Kapitel gestartet. Aber wir können da nicht länger erkunden. Und können auch keine Aktivitätspunkte übertragen, wäre also nicht so gut. Wir haben neue Lagerfunktionen, ja sauber, können wir jetzt endlich ausbauen. Oh, da freue ich mich voll drauf. Ich will endlich ausbauen, ja? Lasst uns bauen, Leute. Lasst uns bauen. Ist doch immer schön, wenn das geht in einem Spiel, oder? Ich muss etwas mit dir besprechen, Chris. Jo, jo, jo. Fragte Du, was er will. Ich habe gesehen, wie du von unseren vorherigen Schlachtmaterialien zusammengetragen hast. Es wäre schön, wenn du auf sie aufpassen könntest. Man kann sie dafür verwenden, die Einrichtungen des Lagers zu erweitern. Ja, sprich mit dem Verwalter, wenn du mehr über die Erweiterung von Einrichtungen erfahren möchtest. Grobes Baumaterial erhalten. Tipptopp, da können wir wahrscheinlich auch direkt hin, ne? Ja, wunderbar, der Verwalter ist jetzt da. Cool. Hallo, Verwalter. Ihr könnt Materialien eintauschen, um unsere Einrichtungen hier zu erweitern. Ich hoffe, ihr macht große Fortschritte, damit wir bestens für den Kampf gerüstet sind. Sehr schön. Also, das Lagerlevel wird erhöht und damit können wir dann mehr machen. Klingt, als wäre es 1000-mal besser als der Dozentenrang. Nein, wisst ihr, was mich eigentlich am Dozentenrang am meisten geärgert hat? Wie unverhältnismäßig sich alles verteilt hat in Three Houses. Wisst ihr noch, wie man einfach durch Fischen mit Abstand am meisten rausgeholt hat, um den Dozentenrang zu erhöhen? Es ist so lächerlich gewesen. Das ist für Leute wie mich ist das eigentlich pures Gift, weil ich bin jemand, der gerne optimiert halt und gerne möglichst guckt, okay, wo hole ich halt am meisten Effizienz raus und das kannst du auch schlecht einfach ausstellen. Und das ist für mich halt hochfrustrierend. Gleichzeitig ist aber New Game Plus dann schon wieder zu viel des Guten, weil das trivialisiert das Spiel ja endgültig. Ich meine, Three Houses ist nicht mal auf extrem schweres Spiel. Ja. Naja. War alles irgendwie nicht so gut gelöst, fand ich. Finde ich schon besser, wenn du hier was ausbauen kannst und sich dann irgendwas erhöht. Aber mal gucken, wie es genau skaliert. Ich würde erstmal mein Händlernetzwerk erstmal erweitern. Ah, cool. Guck mal, das ist hier auch so richtig schön dargestellt wieder. Da hat man anscheinend später richtig viele Möglichkeiten. Ja, cool. Gönnen wir uns erstmal das hier, würde ich sagen. Und jetzt haben wir auch schon direkt andere Optionen, theoretisch. Aber dafür brauchen wir ein bisschen mehr. Richte einen Vertriebsweg für Luxusgüter ein, um Wiederbeschaffungsgebühren zu sparen. Ah, mehr Waffen können wir hier bald kaufen dann und so weiter. Also alles sehr cool wieder. Tipptopp. Also ich würde jetzt erstmal sagen, naja, keine Ahnung, was die Trainingspuppe bringt. Ist wahrscheinlich erstmal logischer, man baut das aus, oder? Wobei die Kochutensilien, die könnten uns auch direkt weiterhelfen. Aber egal. Machen wir aber Übungsplatz erstmal weiter. Ach, die Anzahl der Trainingsplätze wird erhöht, okay. Interessant. Ihr könnt die Gebiete, die ihr erobert habt, erkunden, um Materialien für die Erweiterung von Einrichtungen zu halten. Wenn ihr einen neuen Ort findet, solltet ihr also gleich einen Erkundung starten, nachdem ihr ihn erobert habt. Ja, super. Durch die Erweiterung unserer Einrichtungen stellen wir sicher, dass wir für alles bereit sind, was im nächsten Kampf auf uns zukommen könnte. Super. Tipptopp. Übrigens, mir wurde auch noch geschrieben, ich sollte auf jeden Fall darauf achten,
dass wir Supports auch am besten eher schnell holen. Ich bin da sowieso dafür, also wenn es geht, möglichst schnell freischalten. Ja, würde ich sowieso diesmal machen, also wie beim ersten Warriors eben auch, wo ich da alle Supports in einem Video zusammengeschnitten habe, würde ich hier genauso machen. Also tatsächlich was ich fest geplant habe, was ich sehr gerne machen würde, dass man da wieder so ein schönes Video hat und man einfach alles nachschlagen kann, theoretisch. Finde ich immer super, sowas ist halt auch eine coole Ressource, auch für Leute, die vielleicht mal selbst irgendwie Content machen wollen im FE-Bereich. Und mir ist es völlig egal, wenn Leute irgendwie Videos von mir da benutzen. Wäre immer ganz nett, wenn sie einen Link irgendwie da reinsetzen oder so, muss aber auch nicht sein, ganz im Ernst. Und ich finde es einfach cool, wenn solche Sachen frei verfügbar sind. No. Ist letztendlich für all die Leute, die selbst halt FE-Content machen wollen, immer ganz cool, wenn sowas einfach verfügbar ist, und natürlich auch für alle, die einfach Dinge nachschlagen wollen direkt. Ja, hier ist wahrscheinlich immer ganz gut, wir meistern erstmal die Klassen, oder? Aber wir können jetzt die also ja, bewährte Ritter wäre das andere. Ich bin eh mal gespannt, was da alles auf uns zukommt. Ich lasse das alles einfach systematisch auch auf mich zukommen. Ja, hier können wir sicherlich das eine oder andere meistern. Trainieren wir mal ein bisschen. Also, gucken wir auch mal, welche Leute wir überhaupt zusammenstellen. Ach so, ja, genau. Jetzt haben wir hier also noch einen Trainingsplatz mehr. Das ist ja schon ziemlich cool eigentlich. Also du hast jetzt zum Beispiel diesen C-Plus-Rang schon, ne? Auf Lanze. Und dann könnten wir dich mit jemandem zusammenstellen, der auch vom Lanzenrang profitieren würde zum Beispiel. Ach, kann ich jetzt hier auch die Klasse noch ändern oder was? Ja, witzig. Oder ach so, es geht speziell um die Klassenerfahrung, oder? In der Klasse. Ah, ja, okay, das ergibt natürlich Sinn und ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist ja ganz schick gelöst, ja. Genau, dann ist am besten, man hat jemanden mit niedrigeren Rang noch dabei, ne? Wobei das jetzt in dem Fall wohl nicht gegeben wäre unbedingt. Aber wer weiß, vielleicht kriegt ja der Dew später noch einen Lanzrang. Ganz im Ernst, lasse ich euch mal zusammen, das ist auch okay, oder? Ob wir jetzt keinen Klassenbonus bekommen. Aber egal. Genau. Ingrid Sylvain ist eigentlich prinzipiell immer noch ganz okay, meiner Meinung nach. Sollen die mal zusammen trainieren, finde ich doch schön. Und wisst ihr was, Rodrigue kann mal mit Felix trainieren. Das passt doch eigentlich auch, oder? So, ich finde dich eigentlich ganz schön. Ja, und ihr beide trainiert auch mal zusammen. Ist doch auch ganz nett. Super, dann machen wir das so. Einwandfrei, ja, cool. Beginnen wir mit dem Training. Looks like we're partners today. Go easy on me, okay? I will do no such thing. You'd best not hold back either. Die macht sich Notizen da hinten. Ja, super. Guck mal, wie viel man da auch rausholt einfach teilweise. Schon ganz cool. Oh, das geht doch fix. Folgende Fertigkeit wurde erlernt. Vertrauen. Das muss man auch erst lernen. Spießumdreher, aha. Aschenglut. Liste des Königs. Ah, okay. Cool. Das könnte, denke ich, auch ein Support sein, oder? Wie sieht's da aus? Nee, nicht mal. Also, sie haben gar kein Gespräch, oder was? Okay, na gut. Aber auf B und A haben sie natürlich schon Supports. Das ist dann ganz gut. Genau, können wir jetzt noch irgendwas großartig machen überhaupt? Genau, wir könnten mal beim Händler vorbeischauen. Der hat eventuell jetzt neue Sachen, ne? Dann gucken wir einfach mal vorbei. Genau. Ah ja, und die sollte man am besten auch immer kaufen. Die scheinen anscheinend auch immer für die Kapitel jeweils begrenzt zu sein, ne? Ah ja, hier gibt es auch ganz gute Sachen. Das hier ist auf jeden Fall was für Ash, das weiß ich schon mal. Das hier wäre gegebenenfalls auch wieder Ingrid oder auch andere tendenziell. Geschichte. Gibt bei Leuten, die gerne studieren. Die Notensammlung hier. Ja, kann man vieles auf jeden Fall schon direkt zuordnen. Mache ich aber zum Abschluss, glaube ich, mit dem Geschenke verteilen. Wir können aber auf jeden Fall mal wir können auf jeden Fall mal die Mittelstufensiegel ehrlich kaufen. Ist kein Problem. Ja, erweitern können wir es derzeit erstmal nicht mehr. Super, dann gehen wir wieder zur Kriegskarte zurück, würde ich sagen. Genau, kriegen wir hier noch was? Also ich werde natürlich hier auf jeden Fall wieder einen S-Rang nachholen, das ist klar. Kriegen wir noch ein Mittelstufensiegel. Alle Nebenmissionen abschließen, dann kriegen wir hier noch eine Mission. Ich bin mal gespannt, ob wir auch Missionen haben mit so ein bisschen mehr Inhalt. Das wäre ganz cool, weil das würden wir jetzt einfach nur so Missionen zum Austoben. Vielleicht auch ein bisschen das Spiel lernen. Wir haben nicht genug Rationen, falls ihr etwas erübrigen könntet, würden wir euch belohnen. Ah, okay. Ja, natürlich. Kichererbsen wollen sie dreimal haben. Einfach so drei Kichererbsen. Hier, bitteschön. Wow. Krasser Shit.
Rettung der Gläubigen. Mitglieder der Kirche, die Zuflucht im Königreich suchen, werden von Banditen angegriffen. Besetze Bollwerke, um ihre Sicherheit zu garantieren. Da kriegen wir dann auch wieder Aktivitätspunkte zurück. Ja, mit den S-Rang. Aktuell halt wirklich noch nicht ganz so einfach, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob ich wirklich schlecht spiele momentan, aber ich glaube wirklich, dass wir einfach noch nicht so viele Optionen haben, schlicht und ergreifend. Finde ich aber ganz interessant, weil auch wenn ich jetzt an Zeit der Verjährung denke, das ging eigentlich ziemlich flott mit den ausgezeichneten Rängen hier. Also, ich habe schon den Eindruck, dass die es hier ein bisschen erschwert haben, was tendenziell aber auch ganz gut ist. Weil Warriors sonst eher den Ruf hat, hey, einfach alles niedermetzeln, fertig, aus, Ende, Hirn abschalten, komplett. Sofern die hier mehr auch mit den Aktivitäten, also mit den Effektivitäten spielen, finde ich das eigentlich ganz gut. Man merkt ja auch zum Beispiel, das Spiel fordert auch ein bisschen mehr von dir, dass du aktiv dann halt mal wechselst bei Adjutanten, weil klar, hier hast du halt diese Waffenhaltbarkeit drin und das heißt, wenn du viel rausholen willst, solltest du halt auch möglichst alle Punkte auf beiden Plätzen einsetzen, ne? Ich finde, das ist schon ganz gut gelöst soweit, aber mal gucken. Also so ganz an die coolen Gimmicks aus Zeit der Verjährung kommt man, finde ich, noch nicht ran. Das ist halt einfach mit den Modulen so cool gewesen, da konntest du richtig abgehen. Das hatte so coole Effekte einfach, die du so schön kombinieren konntest. Und auch wirklich, du konntest dich sehr gut noch Gegnern anpassen, fand ich, in Zeit der Verjährung teilweise. Wenn du deine Fähigkeiten wirklich effektiv genutzt hast. Das war halt echt sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen. Also die Module haben fast so ein bisschen den Eindruck, dass sie noch ein bisschen mehr Taktik tatsächlich reinbringen. Aber mal gucken. Also, wir brauchen halt mal ein paar Waffen mit Effektivschaden, würde ich sagen, dass wir so richtig, glaube ich, auch Tempo gewinnen können, ne? Ich glaube, das macht schon viel aus. Und hier jetzt zum Beispiel hätten wir sicherlich einen Ritterschreck aufsparen können, zum Beispiel für den Kavalier, dann wäre das schneller gegangen. Alles so kleine Sachen, die man optimieren kann, was einem schon direkt auffällt, was aber auch cool ist, dass man das überhaupt kann halt. Genau, dann würde ich sagen, machen wir die beim nächsten Mal. Ich starte aber schon mal rein, dass wir uns schon mal den Plan angucken können. Das auf jeden Fall, ne? Und dann machen wir das jetzt bei dem Part auch, dass wir dann sofort durchstarten. Die Truppen der Soldaten werden gerettet. Die Soldatin der Myrmidone oder der Kämpfer wird besiegt. Okay, da müssen wir also ein bisschen aufpassen. Merke ich schon. So, wir haben diesmal eine Menge Soldaten wieder mit so Lanzen. Und okay, diesmal achten wir mehr auf Myrmidonen hier. Ist vielleicht doch mal wieder ganz gut, wenn wir auch den Dew mitnehmen, ne? Und hier mit den Schwerteinheiten. Yo. Also Schwerter bieten sich an. Lanzen sind diesmal ganz ungeeignet. Sag mal, als Kavalier, du kannst doch jetzt theoretisch wahrscheinlich auch Schwerter einfach nehmen, oder? Oder geht das gar nicht? Nee, ist wirklich Kavalier komplett auf Lanze beschränkt. Okay, ja. Na gut, dann ist das eben so. Und Bataillone haben wir bisher auch nicht. Ich denke, das könnte auch noch viel ausmachen, oder? Ja, vielleicht skaliert der Schwierigkeitsgrad schwer noch nicht so gut mit den Anfangsmöglichkeiten, kann ich mir auch vorstellen. Dass es so ein bisschen dauert, bis man halt wirklich alles ausreizen kann und erst dann fühlt sich das so richtig gut an. Schauen wir mal. Aber ist auf jeden Fall alles gut machbar, das schon, ne? Alles relativ stressfrei insgesamt. Genau, jetzt gucken wir mal. Also, The Dew auf jeden Fall, da oben ist King, das sehe ich schon direkt. Dimitri nehmen wir diesmal gar nicht mit, würde ich sagen. Dann machen wir halt mal wieder Chris und Felix, oder? Auch ein ganz gutes Duo. Felix, du bist hier. Cut them all down. Und vielleicht tatsächlich auch mal wieder, keine Ahnung, Annette, Mercy. Wir haben irgendwie gar keine Effektivitäten hier immer, oder? Ja, ist ein bisschen schade fast. Und Ash kann hier auch nicht wirklich viel machen, also diesmal... Ja, vielleicht dann doch Annette oder Mercy. Ich nehme mal Mercy mit. Ich weiß gar nicht, hat Mercy und The Dew, haben die einen Support oder... kann ich das hier nochmal separat nachschlagen? Wie sieht denn das aus? Geht das? Unterstützung ist der letzte Tab. Okay. Später auf jeden Fall. Das generell mal so ein bisschen checken, was wir überhaupt an Supportmöglichkeiten haben, ne? Ja, dann nehmen wir halt mal Mercy mit, ist auch okay oder... Vielleicht eher Annette, mal schauen. Ja... Dauert bei manchen, die brauchen dann teilweise erstmal einen B-Rang. Alles klar. Ich würde eigentlich auch ganz gerne möglichst viele Einheiten trainieren, ehrlich gesagt. Aber ich weiß jetzt schon, das dauert natürlich seine Zeit, wenn man das so macht. Das auf jeden Fall. Aber gut, Leute. Würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Macht mir immer super viel Spaß auf jeden Fall. Und man sieht immer noch, es gibt einiges, was man auf jeden Fall noch dazulernen kann gerade.
Zwecks Optimierungspotenzial sehe ich da schon einiges am Horizont. Apropos Optimierungspotenzial, wir haben ja auch eine ganze Menge neuer Skills schon wieder gelernt, ne? Da muss ich auch nochmal gucken. Genau. Dass wir da auf jeden Fall auch alles immer reinnehmen. Das wäre sonst ein bisschen schlecht, wenn wir das vergessen sollten. Die verfügbaren Lanzenwürfe, das ist eigentlich auch eine witzige Fähigkeit. Muss man sich auch mal dran gewöhnen, ne? Verlängerter Zeitraum von kritischen Treffern nach einem perfekten Ausweichmanöver. Das auch ist so total wichtig tatsächlich, dass man die perfekten Ausweichmanöver macht, weil Crit-Schaden ist hier so viel höher einfach. Das ist auch relativ stark, wenn man das ausreizt tatsächlich. Ja, einige lernen fleißig dazu und das lässt sich später sicherlich auch noch gewaltig optimieren. Cool. Na dann, bis zum nächsten Part, Leute.